Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Heute wollen wir zusammen Heidelbeeren pflanzen. Dafür müssen wir ein Moorbeet anlegen und wir werden euch Schritt für Schritt zeigen, wie das geht. Und dann werden wir auch noch näher auf die Heidelbeersträucher eingehen, die wir ausgesucht haben, damit wir über einen möglichst langen Zeitraum Heidelbeeren ernten können. Heidelbeeren mögen einen sandigen, aber sauren Boden. Der pH-Wert sollte zwischen 3,5 und 5 liegen. Das gibt unser Boden leider nicht her, da liegt der pH höher. Deswegen heben wir ein Pflanzloch auf und dichten das zur Seite hin ab und füllen das dann mit saurer Erde auf. Heidelbeeren sind Flachwurzler, die wurzeln etwa 30 cm tief. Das heißt, wir müssen kein allzu tiefes Loch graben. Wir werden das 50 cm tief machen. Dann haben wir so eine gewisse saure Pufferschicht von 20 cm. Also nicht so tief, dafür lieber ein bisschen breiter graben. Um die saure Erde im Pflanzloch von der umgebenden Erde zu trennen, also um das Pflanzloch zu begrenzen, haben wir uns solche Palettenrahmen besorgt für Hochbeete. Die kann man ganz einfach ineinander stecken. Und eine Teichfolie in der Stärke von 0,5 mm, die werden wir hier innen an die Rahmen dran tackern und die hängen dann in das Loch rein und sorgen dafür, dass eben die Erde, die saure Erde und die Erde von außen, dass die sich nicht vermischen können. Nach unten bleibt bei uns das Pflanzloch offen. Man könnte das auch schließen, dann müsste man aber die Folie mit Löchern versehen. Wir lassen das nach unten offen und machen es lieber ein bisschen tiefer. Wie gesagt, die 20 cm Pufferschicht, sodass auch von unten die Erde immer tief genug sauer bleibt. Zuerst werde ich jetzt mal ein anständig breites und tiefes Loch graben. Um die richtige Größe von dem Loch zu bestimmen, setze ich da den Rahmen erstmal auf die Erde auf und gehe dann mit meinem Spaten einmal so außen rum. Dann nehme ich den Rahmen weg und grabe eben dann genau entlang meiner Markierung die Pflanzgrube aus. Denkt bei dem Ausheben von dem Loch daran, dass der Rahmen oben drauf gesetzt wird. Also die Höhe vom Rahmen müsst ihr dazu rechnen, bevor ihr ein zu tiefes Loch grabt. Also insgesamt soll das Ganze 50 cm tief sein. Wir füllen bis da oben dann mit saurer Erde auf. Wir setzen auch deswegen einen Rahmen drauf, damit quasi von außen bei starkem Regen oder sowas keine andere Erde in das Beet reingeschwemmt werden kann. Unser Rahmen ist 20 hoch, wir mussten also tatsächlich nur ein 30 cm tiefes Loch graben und das ist relativ schnell passiert. Wir haben uns inzwischen die Teichfolie in 4 Stücken zugeschnitten und werden die jetzt so 10 cm unter dem Rand einfach an dem Holzrahmen festtackern. Dazu haben wir so kleine U-Haken besorgt und damit werden wir die jetzt einfach hier am Rand fixieren. Achtet beim Anbringen der Folie darauf, dass sie sich an den Ecken gut überlappt, weil das ist so ein klassischer Ort, wo die Erde von außen gerne in unser Moorbeet reinschwemmt und das wollen wir verhindern. Mit den Vorbereitungen sind wir jetzt soweit fertig. Das Ganze wird jetzt mit saurer Erde gefüllt. Da wir in unserem Garten torffrei gärtnern, haben wir eine torffreie Rhododendron-Erde besorgt. Die hat den richtigen pH-Wert und damit füllen wir unser Moorbeet jetzt auf. Geht ganz schön was rein in so ein Beet. Das hier ist jetzt 60x80, da habe ich jetzt 4 40 Liter Säcke reingekippt und das ist noch nicht voll. Aber bevor ich es ganz fülle, platziere ich jetzt erstmal unsere Heidelbeeren drin, weil die sind bei uns in einem richtig großen Topf und der nimmt eben auch noch so ein bisschen Platz ein. Weil wir Heidelbeeren sehr mögen, haben wir direkt 2 Moorbeete angelegt. Ein kleines 60x80 und ein größeres, das ist 80x120. Und jetzt was zu den Sträuchern, die da reinkommen. Also wir haben 2 verschiedene Heidelbeersorten gekauft. Einmal eine Heidelbeere, die heißt Little Blue Wonder. Little deswegen, weil die relativ niedrig bleibt und es ist eine sehr frühe Heidelbeere. Dann haben wir noch eine zweite Sorte gekauft, die heißt Blue Roma. Das ist eine Heidelbeere, die relativ groß wird, also sie wird bis zu 2 Meter hoch. Und die ist etwas später dran als die Little Blue Wonder. Wenn man die jetzt zusammenpflanzt, dann hat man halt eine relativ lange Ernte. Die Little Blue Wonder bleibt niedrig, bleibt also vor dem großen Busch, ist sehr früh. Wir können sehr früh Heidelbeeren ernten. Und die Blue Roma, die wird größer, sitzt so ein bisschen im Hintergrund. Müsst ihr auch gucken, wo bei euch die Sonne herkommt so ein bisschen. Und ist später reif. Die Little Blue Wonder, sehr tolle Heidelbeere, um Kuchen daraus zu backen und um die einzufrieren. Und die Blue Roma, eine super Heidelbeere, um die frisch vom Strauch zu naschen. Also perfekte Kombination. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.